Alpabzug, Alpniederbayen und Stockhitte. Mit dem Dorfmarkt zu Emmetten 2023. Kaum sind sie mit dem Fee Zaub auf Niederbayen und auf die Stockhitte gegangen, ist es schon wieder Zeit zum Abgehen. Mit viel Wehmut, schönen Erinnerungen und mit grosser Zufriedenheit, wenn alles gut gegangen ist, nimmt man von der Alp Abschied. Aber natürlich nicht, ohne kurz noch einmal zurückzuschauen und gewisse Sachen Revue lassen passieren. Vergessen sind die strengen und nicht immer schönen Tage, von denen wir Touristen ja gar nicht mitbekommen. Ich war auch zwischendurch oben und habe den einen und den anderen Alpler bei der Arbeit getroffen. Ich bin der Andreas Gander von Emmetten und bin der Alptritt zu Alp. Jetzt ist ja wunderschönes Wetter. Kannst du denke ich, in den Liegestuhl liegen und ein bisschen geniessen? Schön wär's, ja. Ich bin der Christian Bormettler, komme von Buchs. Im Sommer tun wir hier am Niederbayen die Alpabende Alpen. So schön, dann staune ich sogar die Kühe. Und heute ist der grosse Tag vom Abzug. Das wird natürlich zelebriert mit einem grossen Dorfmarkt und vielen Aktivitäten zusammen. Nicht selten wird heimlich ein kleines Trändchen vertrickt, wenn man den Kühen den Schmuck und die Glocke respektive die Reichle anlegt. Das zeigt nicht etwa Schwäche, sondern Menschlichkeit. Und man sollte viel mehr Mut haben, das euch zu zeigen. Thank you.
Zwischen der diversen Sämten hat man noch genug Zeit, die Machtstämme durchschneiden und sich mit schönen Sachen einzudecken. Es hat wirklich für alle etwas. Ein Zelt zum Essen und Trinken ist heute ganz begehrt. Liebe Freunde treffen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, gute Gespräche führen, auf ein Ereignis anstoßen, geniessen und einfach sein.
Und wer steht nicht gerne an für eine schöne braune Bratwurst, ein Risotto oder gar eine Käseschnitte? Auf jeden Fall wird da ordentlich gekrampft, wie ihr seht. Thank you.
Hey, ich hätte da angefangen Hunger gehabt. Sorry, es ist jetzt gerade ein bisschen krasser Übergang. Gut haben sie es gemacht, die Jugendlichen. Schaut einmal, wie sie Strahlen im Gesicht haben. Eine wahre Freude zum Schauen.
Das war leider schon das letzte Samten. Wir haben die heimatlichen Gefühle hier oben, so richtig gehend übermannt. Aber es ist noch nicht fertig. Dort Zähnenbirgen ist mein geschätzter Filmkollege Rudi Michel und er hat für euch auch noch Impressionen mit der Filmkamera eingefangen. Also, ab in die Birgen durch! Und schon sind wir am Birgen hin und die Leute warten geduldig auf die Zente. Aber auch da pflegen die Leute Kameradschaft und über Brickezeit mit Shoppen, Essen und Trinken. Das ist wohl das Beste, was man machen kann. Vielleicht fällt euch auf, dass man einen Samten, der hier kommt, bereits auch schon zusammen gesehen hat.
Daheim habe ich noch mit dem Waldstecher gegen die Birken raufgeschaut und gesehen, dass die immer noch seit dem frühen Morgen laufen. Zum Schluss möchte ich allen Alpler und Alplerinnen, Helfer und Helferinnen herzlich danken, dass man diese Alpabfahrten wieder hat aufleben lassen. Selbstverständlich gehört der Dank an diese Personen, wo in diesen zwei Gemeinden Emmetten und Ennenbirgen den Empfang super organisiert haben. Besten Dank! Man kann es auch in kurzen Worten zusammenfassen. Das ist Heimat.